Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Risen. Wir waren jetzt mal in diesem doch recht ungemütlichen Grab. Ja, was heißt Grab? In dieser Ruine und haben hier die drei Drillingsbrüder wieder gefunden. Ein sehr interessantes Schwert beim letzten Mal gefunden. Was ist hier drin? Nur Quatsch, eine alte Bürste. Und zwar hier den Dämonen, Dämonenklinge. Aber wir haben leider nicht genug Stärke, um die zu tragen. Hier, wir haben diesen Anführer, den Danilio, gefunden, der von zwei Ghulen belagert wurde. Aber uns fehlt immer noch der dritte Bruder. Der muss ja auch noch irgendwo sein. Und bei den ganzen Ghulen, die hier rumschleichen, habe ich da auch ein ganz ungutes Gefühl mittlerweile. Kann nur sein, dass er ein bisschen, ein bisschen Probleme hat mit Ghulen hier. Dass die ihm ein bisschen zu schaffen gemacht haben. Was ist das? Beere. Na toll. Ich dachte, hier steht vielleicht ein Gegner oder so, aber anscheinend nicht. Hier ist auch ein Ghul. Na ja, komm. So, ich muss das fertig machen. So. Da muss man sich echt immer so ein bisschen... bisschen konzentrieren bei den Ghulen, weil die sind nicht leicht zu besiegen. Und da muss man immer aufpassen, wann die denn... Guck mal, wer da sitzt. Naja, der hatte bestimmt Angst vor dem Ghul und ist hier reingeflüchtet. Hey, Olaf oder Olf. Du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Du hast mir schon geholfen, mein Freund. Natürlich. Du hast dieses dämliche Gitter wieder geöffnet. Ich war mit Danilo hier in den Grabkammern dieses Tempels unterwegs, als uns plötzlich diese Biester überraschten. Die Ghule. Ich bin wie ein Verrückter hier runtergeflohen und hab mich versteckt. Mhm. Dummerweise habe ich dabei irgendeinen Mechanismus in Gang gesetzt, der dieses Scheißgitter hinter mir schloss. Okay. Aber dank dir komme ich hier wenigstens wieder lebend raus. Vielleicht. Wie war das noch gleich? Bester Schatzsucher der Welt, ja? Du kannst ja noch nicht mal auf dich selbst aufpassen. Ja, ja. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. So ist das. Ich habe mir den Job hier ganz anders vorgestellt. Wer hätte mit einer solchen Gegenwehr von Viechern gerechnet? Normalerweise findet man in solchen Ruinen höchstens mal ein paar Ratten. Doch in diesem Bau hier wimmelt es ja geradezu vor Viechern und Gefahren. Was hast du bisher gefunden? Nicht viel. Nur diese Büste hier. Sie scheint aus Gold oder einem ähnlichen Material zu sein. Na, davon habe ich schon welche. Gib mir die Büste. Gib sie mir. Das Ding scheint dich ja sehr zu interessieren. Ey, was? Seriously? Willst Nun, du jetzt ein... Ah. So ist dann 500 Goldmünzen. Wirklich? Du willst mich wohl verarschen, was? Erst rette ich dir das Leben und jetzt willst du mir noch den hier gefundenen Krempel verkaufen. Naja. Was soll ich da noch sagen, ohne dass du mir gleich den Kopf abreißt? Eben. Keine Ahnung, wie wär's mit Danke, dass du mir geholfen hast. Und hier ist deine Belohnung. Ja, ja, schon gut. Hier hast du das Ding. Ja, man muss die Leute manchmal früh darauf hinweisen, dass sie vielleicht ein bisschen netter sein sollten. Als könnten sie eines Tages ein ganz großes Problem haben. Aber ein ganz großes Problem. So, und jetzt wollen wir natürlich noch herausfinden, was ist mit diesem Mechanismus, in dem wir von dem wir in der letzten Folge erfahren haben. Das würde mich noch interessieren. Ach, hier war ich ja schon drin. Ich muss hier längs. Ist alles so nebelig, ne? Das kann man auch denken, ist das ein Spinnennetze, die einem hier den Weg versperren. So, bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Nee. Ich gehe wieder zurück. Ich gehe genau dahin, wo ich hin will und muss. Und der Dungeon ist erstmal aufgeräumt. Das ist doch schon mal schön. So, ich habe euch alle gefunden. Jetzt sagt mir mal, was es hier mit diesem Mechanismus auf sich hat. Dieter. Deinem Bruder Olf geht's gut. Sehr gut. Und ich hatte schon gedacht, es sei zu spät. Gut gemacht. Natürlich. Wenn wir hier erstmal wieder raus sind, werde ich dich für deine Mühe belohnen. Ich würde gern erstmal das Rätsel lösen. Danilo ist tot. Ich fand ihn drüben in einer der Höhlen. Dieser verdammte Idiot. Was machen wir denn jetzt? Ohne ihn zurückgehen? Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ich will wissen, was hier unten in dem Tempel vor sich geht. Wenn du unbedingt den Helden spielen willst, bitte. Ich werde dich nicht aufhalten. Aber du bringst mich sicher nicht dazu, dir zu folgen. Ich will auch nur wissen, was hier los ist. Ja, schon gut. Hab auch nichts anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Dann bleib wenigstens hier und sichere den Rückzug. Gute Idee, Mann. Ich bleib einfach hier. Ja, du bleibst einfach da. So, Olf, hast du vielleicht noch einen Tipp? Suchst du wen? Ja, dich. Aber ich hab dich schon gefunden. Nutzloser Dude. Tja, hier im...
Ist ein Rätsel. Ein Rätsel. Aber was für ein Rätsel? Ah, guck mal, hier ist doch ein alter. Ach, da müssen wir die Büste draufstellen wahrscheinlich. Ah ja! Büste. Genau, alte Büste. Ja, das war doch klar. Das war doch glasklar, ne? Dass man hier die Büsten platzieren muss. Dafür sind wir doch da. Das ist doch logisch. Wer ist jetzt hier der beste Schatzsucher der Welt? Na, wer? Kann ich dich hören? Hallo? Ich? Hallo? Ein bisschen lauter? Ja, ich bin der beste Schatzsucher. Natürlich bin ich der beste Schatzsucher der Welt. Wer hätte auch irgendwas anderes erwartet? Niemand, glaube ich. Eine Pflanze. In der Höhle. Natürlich. So, wir sind aber bestimmt noch ein paar... Wow! Okay! Hier kann ich wahrscheinlich nicht einfach drüber springen, oder? Ich habe ja gespeichert. Er hat einfach drüber springen, war schlecht. Okay, dann probieren wir es mal mit Levitation. Ist ja auch kein Problem. Habe ich ja. Ja, überhaupt kein. Kein Problem. Ja. So, wo ist denn hier Levitation? Ich hab's einmal. Wow. I believe I can fly. The spikes are no problem at all. Aber ich werde den Shuttle bestätigen, der die Spikes wahrscheinlich deaktiviert. Oder? Ja, natürlich. Aber ich hätte auch... ich wäre von da hinten nicht an den Schalter rangekommen. Was? Ach, das sind nur Pilze. Ich dachte, hier kniet irgendein Vieh oder so. Aber das waren nur Pilze. Pilze sind sehr unschöne Dinge. Da unten geht's auch noch weiter. Geh erstmal hier lang. Vorsichtshalber. Ja, man kann ja nie wissen. Was hier noch? Guck doch mal eine an. Hier ist noch eine kleine Höhle. Das ist ja interessant. Ah, hier kommt bestimmt wieder so ein Skelettviech raus. Oder? Ja, komm. Oder auch nicht? Hä? Okay, dann noch ein Schatz. Ja, wow, Alter. Wow, seriously? Nur Müll. Naja, was soll's. Man muss die Kisten nehmen, wie sie kommen. Und hier kann ich nicht hoch. Doch, kann ich. Kann sagen. So hoch ist das ja nur auch nicht. Kann man nochmal schnell hochklettern. Wo bin ich denn jetzt? Wieder in einem neuen Abschnitt. Das geht hier echt tief runter, muss man sagen, ne? Das ist, sehr gefährlich und mich sollen doch... ich soll doch einen Besen fressen, wenn hier nicht noch ein paar Ghoule auf uns warten, ein paar Tollwütige. Die wollen doch geradezu, dass wir hier runtersteigen. Eine Sternplatte, die gibt mir Weisheit wieder, oder? Ja. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Magische Sprüche. Lecker magische Sprüche. Vielleicht sind das auch alles nur Kochrezepte. Treppe nach unten. Oh, das ist zu. Oder? Nö, ja, das ist offen. Levitation, sehr gut. Warum leuchtet das so grün? Warum leuchtet... Entschuldigung. Ist das hier vielleicht eine Stadt? Sind die Ruinen vielleicht einfach nur Eingänge in eine unterirdische Stadt? Wie bei den Dwemon? Okay, den kann ich nicht ziehen. Es wird nichts. What the fuck, Leute? What the fuck? Okay, hier ist noch ein Skelett-Dude. Der kann nix. Wie gesagt, der kann nix. Sagt ihr, der kann nix? Ja, sag ich doch. Natürlich kann er nichts. Naja, war mir ja von Anfang an war mir das klar. Okay, kann ich hier hinten lang? Ich sollte vielleicht jetzt nochmal speichern, aber ich bin einfach mal Risk-Taker jetzt ganz kurz. Guck mich hier mal einfach so ein bisschen um. Das ist nix. Ja, also wenn aus dem Sarkophag keiner geplatzt kommt, dann wäre ich aber enttäuscht. Okay, tut's offensichtlich nicht. Gut. Dann nicht. Hier ist aber auch nur Quatsch in den Sarkophag drin. Also bitte. Bisschen Stacheln und so ein... Das ist aber auch... fragwürdig. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Ja,
Neben dem besten Krieger bin ich auch der beste Kletterer. Alter. Okay, mit dem will ich mich jetzt... Boah, mit dem würde ich mich anlegen wollen, aber... Ah, der ist krass. Oh, das sehe ich doch schon von hier. Ah, nee, Alter. Auf den Kollegen habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock. Aber gut. Es hilft ja nichts. Hexenpriester. Seid ihr vielleicht dafür verantwortlich, was hier passiert? Der ich will schon wieder Schattenkrieger sein, der... Nein, Alter, wo kommt ihr denn jetzt her? Wow, 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 wow. One at a time, ey. One at a time. Nicht alle auf einmal hier. Kollegen. Das kann hier ganz gefährlich enden. Ja. Wie ich sagte, kann das ganz gefährlich enden. Ich sollte wahrscheinlich erstmal den anderen wegräumen, der hier noch so unfreundlich dazugekommen ist. Genau den da hinten. Sonst rufen sie den wahrscheinlich einfach wieder. Und dann habe ich im Endeffekt das Problem. Und das möchte ich ja nun nicht. Na komm. Jetzt stirb halt. Du hast doch nichts drauf. Du bist doch nur ein klappriges Skelett. Was hält dich überhaupt auf den Beinen? Du stößt doch gegen alle Gesetze der Physik. Danke. Habe ich wenigstens ein Problem weniger, um das ich mich kümmern muss. Da geht's auch noch rüber. Da kann ich mich mal kurz heilen. Ja, das war klar. Ich hätte den angreifen sollen einfach. Fuck. Ich hätte ihn einfach angreifen sollen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Wallstun war. Also, ich nenne das jetzt einfach mal so. Weil die Gegner da in der Wand gefangen sind. Aber der hat sich gerade nicht bewegt. Und das fand ich schon ganz schön angenehm. So, volles Leben wieder. Abspeichern. In sicherer Entfernung. Und dann geht's wieder los. Voll auf den Echsenmann drauf. Okay, 3 Schläge ausgeteilt. Ah, und Ei eingesteckt. Von dem Typen ist das aber auch heftig. Wenn der austeilt, dann ist die Kacke am Dampfen. Kann ich vielleicht... Nee, das funktioniert nicht. Ah nein, ich will... Ja gut, ich wollte umrüsten und das hat nicht funktioniert. Ich bin ein sehr, sehr geschickter Krieger, muss man an der Stelle nochmal ausdrücklich betonen. Aber manchmal auch nicht. Kann ich dich wegkiten? Ja, ich kite den jetzt weg. Come on. Genau, man muss nämlich hier... Es geht auch nicht immer um Kraft. Es geht manchmal auch einfach um Intelligenz. Genau das beweise ich jetzt einfach mal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles richtig gemacht. Ich will noch einen Heiltrank nehmen. Genau. Nicht ganz volles Leben. Obwohl, ich kann das. Ich mach das hier mal jetzt mit dem Fleisch voll. Ich hab hier noch Fleisch gebratenes. Das mache ich mal leer und damit mein Leben voll. Und dann kann ich den Echsenkrieger fertig machen. Ja, Leute, benutzt nicht nur eure Muskeln, sondern benutzt ab und zu auch das Hören. Ganz besonders, um die Viecher hier zu besiegen. Die Frage ist natürlich immer noch. Was macht der Echsen-Dude hier? Wow, der hat jetzt zu schnell zugeschlagen. Ich wollte eigentlich noch parieren, aber... Boah. War jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch geschätzt. Im Endeffekt, aber gut. So, once again. Echsen-Kollege. Drohgebärden erstmal. Irgendwie das Gefühl, dass ich dem vorhin mehr Schaden gemacht habe. Jetzt habe ich den Highground-Kollege, Alter. Jetzt
Jetzt habe ich den High Ground. Meine FPS-Anzeige verdeckt natürlich wieder mal das Leben des Gegners, zumindest den mittleren Teil. Fuck. Naja, ich soll mich zwischendurch heilen. Das wäre, glaube ich, eine Idee. Okay. Okay. Aber er wird uns nicht aufhalten, Freunde. Er wird uns nicht aufhalten. Echsen sind doch Warmblüter, oder? Müsste denn nicht ein übles Problem mit dem Feuerkristall haben? Boah. Feuerkristall. Frostkristall, würde ich sagen. Nicht Feuerkristall. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Das will ich jetzt einfach mal wissen. Ob der nicht vielleicht leichter wäre. Wenn man sie zwischendurch mal einfrieren. Hat offensichtlich auch Zauber im Repertoire. Na gut, er ist ein Priester. Das habe ich erwartet. Alter. Bis jetzt einer der schwierigsten Gegner, muss man an der Stelle sagen. Alter, wie schnell der zuschlägt. Nicht aufgeben, Freunde, nicht aufgeben. Never surrender. Never give up, never surrender. Wir werden diesen Typen fertig machen. Ist doch hier kein Dark Souls, Freunde. Ist doch kein Dark Souls. Ob ich hier aufgebe, unserem Kack-Echsen-Priester. Ich werde schon noch lernen, wie du angreifst. Ich werde dich schon noch fertig machen, Kollege. Wenn es jetzt so weitergeht, er einen Schlag, ich einen Schlag, dann geht's nicht gut für mich aus. Okay, weiter geht's, Freunde. Weiter geht's. Noch haben wir den Kampf nicht verloren. Und er auch nicht gewonnen. Nein, er hat pariert, ey. Nein, das macht es nicht besser. Diesmal stelle ich mich aber auch nicht so schlau an, muss man sagen. Ja, okay, das war schon wieder... Ja, seine Reichweite ist ein bisschen länger als meine. Okay, I get it. Ich hab's verstanden. Das wird jetzt wahrscheinlich für den Rest der Folge so weitergehen mit diesem scheiß Echsenträger. Ich könnte zwar einfach mal die Waffe wechseln, spaßeshalber, aber was soll mein Kampfstab da schon ausrichten, ja? Der macht mir zwar ein bisschen mehr Schaden. Kommt der da wieder raus? Na, schade. Ich dachte, der wird einfach eingesperrt da hinten. Dann hätte ich ihn einfach mit Bolzen bombardiert. Oh Gott. Nein, ich bin noch zurückgegangen. Ah, God damn it. Okay, jetzt versuchen wir das mal mit dem Kampfstab. Vielleicht kann man damit irgendwas reißen. So, wo ist denn Geschäft der Klingenstab? Klingenstab da. Vielleicht kann man damit irgendwas reißen. Vielleicht kann man ja irgendwie besser bekämpfen. Mit. Auf jeden Fall jetzt den Range-Vorteil. Und ich mach Schaden, ey. Heilige Scheiße. Ja, weiß halt auch gut auf meine Attacken zu antworten. Mit seinen Schlägen. Und er hat natürlich den High Ground, den wir ihm nicht lassen. High Ground ist übrigens immer besser als Low Ground. Allerdings auch nicht ganz ungefährlich. Ich weiß, dass er so ungefähr die Hälfte seines Lebens jetzt verloren haben müsste. Ja, jetzt über die Hälfte. Aber das reicht natürlich nicht, solange er nicht komplett tot ist. Oh oh. Nein, 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 schlag nicht. Okay. Ja, Mann! 250 Erfahrung und ein Echsenbastard getötet. Teleportation in den Osttempel, sehr gut. Goldene Kristallscheibe, ja, das braucht er doch. Perfekt, das war quasi so ein Boss. Ein Echsenschwert. Oh, das macht 50 Schaden. Aber das macht immer nicht so viel Schaden wie das hier. Aber braucht trotzdem... Braucht 90 Stärke, Alter. Guck mal, das braucht 90 Schaden, macht 50... 90 Stärke braucht 50 Schaden. Das braucht 66 Stärke, macht 66 Schaden. Aha.
mich verarschen, du scheiß Echsen-Dude. Sehr gut, Leute. Oh, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, ey. Das war mehr als ein Krampf. Das war einfach nur episch. Ein epischer Kampf. Zweier Giganten. So, und jetzt looten wir hier nochmal die Scheiße aus den Sarkophagen raus. Und ich befürchte, von diesen... Oh, nicht. Von diesen Echsen-Dudes wird es noch mehr geben. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir gar nicht. Okay, da ist nur so ein Altar. Und hier ist noch ein Sarkophag. Was ist hier drin? Wir werden es wissen. Ja, Lichtzauber und noch ein Pokal. Kann man relativ gut verkaufen. Sehr, 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 sehr schön. Und bevor ich die Folge beende, muss ich natürlich gucken, was hier hinten noch ist. Ich glaube, gleichzeitig gegen den Skelettkrieger und gegen den Echsen-Typen hätte ich es nicht geschafft. Mit Levitation würde ich jetzt darüber kommen. Und das tue ich auch. Das ist es mir wert. Wo ist Levitation? Wir haben noch eine gefunden. Genau, das war hier. Ja. Einfach hier rüber. Speichern, denn hier kann ja nichts Gutes sein. Fanny, wie sollen wir denn wieder zurückkommen? Der explodiert. Oder nicht? Okay. Wie sollen wir denn wieder zurückkommen? Wir haben ja keine Levitation mehr. Oh, okay. Never mind. So kommen wir wieder zurück. Falls wir überhaupt wieder auf dem Weg zurück müssen. Kann einfach sein, dass hier was Krasses noch ist. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ein Berserker ist hier. Was war das denn? Berserker? Ist das ein Schwert? Ist das eine Waffe? Oder ist das... Nee, das war doch ein Zauberspruch. Berserker, magischer Schutz, illusionischer magischer Schutz. Magischer auch. Den Zauber erhöht... Achso, das hätten wir auch einsetzen können. Aber gut, jetzt ist es ja auch ein bisschen zu spät. Ja, okay, hier war nur das. Okay, nett. Gut, dann gehen wir jetzt zurück wieder zu den Brüdern und sagen Bescheid. Yo, alles erledigt. Wir haben hier alles platt gemacht. Wir sind die größten Ficker aller Zeiten. Und die besten noch dazu. Und ihr könnt euch wieder verpissen zum Don. Da muss ich ja auch noch hin. Denn der könnte mir ja möglicherweise helfen. Mit meiner Quest hier die ganzen Rüstungs... die ganzen Platten zu finden. Aber hier sind doch eindeutig immer noch Monster. Oder nicht? Kannst du mir noch nicht erzählen, dass dieses Gestöhne und Geschrei hier von irgendwo kommt? Dass das hier nicht noch Monster verseucht ist. Kannst du mir nicht ernsthaft, kannst du mir noch nicht ernsthaft behaupten, oder? Das willst du mir doch nicht ernsthaft erzählen. Ja, kletter doch einfach mal hoch. Wie wäre das? Hä? Ja, gute Idee? Sehr gute Idee. Ja, und in der nächsten Folge gehen wir dann wirklich in die Hafenstadt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert jetzt hier noch, aber hätte ja auch nicht so lange gedauert, wenn wir... Ach, den habe ich glaube ich schon gelobt. Wenn wir nicht so lange bei dem Echsen-Typ gebraucht hätten. Apropos, ich habe ja die falsche Abzweigung genommen, ne? Es gab doch noch einen Weg. Das ist ja die... Eigentlich der richtige Weg, aber der falsche Weg. Die dann, oh, Freunde, wir gehen vielleicht nächste Folge auch noch nicht in die Hafenstadt, sondern einfach mal hier lang. Da lang, wo es wirklich lang geht, eigentlich. Wo es mehr obvious ist, dass man da lang geht. Da lang nämlich. Leute, wir sind mit dem Dungeon vielleicht doch noch nicht fertig. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Let's Play Risen. Vielen Dank fürs Zuschauen und das habe ich schon gesagt. Bis zum nächsten Mal und ciao.